Der blaue Schamane Agustin, Edgar Delgado Urrea, wurde in Mexiko-Stadt geboren. Ein Mann, stolz auf seine indigenen Wurzeln und sein Mestizenblut. Wegen seiner außergewöhnlichen energetischen Fähigkeiten entschloss er sich im Alter von 14 Jahren, eine Schamanenausbildung zu beginnen. Später ergänzte er sein Wissen in den Bereichen Anthropologie und neurolinguistische Programmierung. Er arbeitete und lebte längere Zeit mit amerikanischen Schamanen zusammen, mit Huicholes, Mayas, Lakotas, Apachen sowie Eingeborenen aus dem Amazonasgebiet, aber auch mit Maoris aus Neuseeland und tibetischen Mönchen aus dem Kloster von Scherze in Indien. Im Alter von 18 Jahren begann er mit seinem Freund und schamanischen Mitschüler Victor Sanchez, die Lehren von Don Carlos in Kursen zu lehren, in denen er die Methode der Kunst des zielbewussten Lebens entwickelte. Gleichzeitig lernte und arbeitete er mit drei der besten Schamanen Mexikos zusammen, unter anderem mit Maria Sabina, einer Mazatekin, bekannt für ihr vorspanisches Wissen um Kraftpflanzen. Große Erkenntnisse erlangte Agustin auch von Morgan Eagle Beer, einem Apachen-Medizinmann, Urenkel des Indianers Geronimo, der Agustin die Zubereitung von Medikamenten und Heilung mit alten Apachen-Ritualen lehrte. Agustin hatte in seinem Leben viele Lehrer. So auch Carlos Castañeda, den er als seinen Nagual betrachtet. Er gab Agustin Richtung. Ein Nagual, in den Mythologien Mesoamerikas ein persönlicher Schutzgeist. Die Azteken und Maya nehmen an, er könne in tierischer oder pflanzlicher Gestalt auftreten und sei jeweils mit einem Menschen so eng verbunden, dass Tod oder Verwundung immer beide treffe. Nagual und Mensch. Im Jahr 1992 kam er zusammen mit Nanita, Botschafterin der mexikanischen Regierung des Nahuatl-Volkes, nach Spanien, um mit seinem Wirken zur Versöhnung zwischen zwei Kulturen beizutragen. Der aktuellen aztekisch- und indigen-mexikanischen und der europäischen Kultur, die als Eroberer und Zerstörer der vorspanischen Kultur wirkte. Im Rahmen dieses Projekts wurde Agustin eine Aufgabe übertragen, die die Brücke nach Wirikuta genannt wird, nämlich in Europa eine Gemeinschaft zu schaffen, die der Nagual Carlos Castañeda als den blauen Stamm des Bewusstseins bezeichnet. Jahrhundertealte Techniken sind der Schlüssel zur Veränderung des Bewusstseinszustandes. Agustin lud uns ein, bei einem Wiedergeburtsritual dabei zu sein. Bei diesem Ritual wird eine Person, welche vorher durch Meditation und Klangzeremonien darauf vorbereitet wurde, bei Abenddämmerung in ein präpariertes Erdloch gelegt und vollständig mit Mais zugedeckt. Dort verharrt sie für mehrere Stunden. Die Seele tritt aus dem Körper und verstreut sich im ganzen Universum, um anschließend wieder neu zusammengesetzt in den Körper einzutreten. Die Person wird dann sozusagen als neuer Mensch wiedergeboren. Thank you.
Sein wichtigster Tag im ganzen Leben war der Tag, wo er eingegraben wurde. La muerte de él y el entierro de él es nuestro propio entierro. Sein Tod, sein Begräbnis hier ist auch unser Begräbnis. Er ist unser Bruder, wir sind seine Geschwister. Voy a tocar el tambor. Werde trommeln. Para que los espíritus lo lleven. Damit die Geister ihn holen, mitnehmen. Corten su alma en pedazos. Seine Seele in Stücke schneiden. Corten su alma en pedazos. Seine Seele in Stücke schneiden. Y si vale en algo, si vale la pena. Und wenn es sich lohnt, wenn es wertvoll genug ist, die Seele. Los espíritus van a volver a armar el alma, pero cada pieza va a quedar en un lugar distinto. Dann bauen sie die Seele wieder zusammen, aber jedes Stück wird an einen anderen Ort kommen. Y ya no será el mismo. Und wird nicht mehr dasselbe. Respiración del maíz. Das ist die Atmung des Maises. ¡Tambores! Teóricamente han pasado dos, tres horas. Theoretisch sind jetzt zwei, drei Stunden vergangen. Se toman de las manos. Wir halten uns an den Händen. Poco a poco, despacio, y va saliendo, poco a poco, sin prisa, ohne Eile. Eres el hombre jaguar maíz, der Jaguar maíz man, despacio, langsam, despacio, langsam, poco a poco te vas sentando, kannst dich langsam aufsetzen, despacio. Por primera vez. Ohne Eile, du siehst die Welt das erste Mal. Ves el mundo por primera vez. Erstmal siehst. El mundo te ama. Die Welt liebt dich. Tú amas al mundo. Du liebst die Welt. El mundo.
Cielo te ama. Home tak ujasi. Lo que vamos a hacer hoy se llama la serpiente de fuego. Was wir heute machen, ist die Feuerschlange. La serpiente de fuego es un ritual prehispánico secreto. Es ist ein vorspanisches Ritual, ein geheimes. Que a mí me permitieron enseñarlo aquí a Europa como una forma de apoyo de los maestros para mí. Das haben, die haben mir erlaubt, das hier in Europa zu machen, als eine Art Unterstützung für mich, für meine Arbeit. Cuando yo llegué a Europa estaba solo y los maestros estaban en México muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y yo necesitaba ayuda, entonces me permitieron hacer esta ceremonia en público. Als ich nach Europa kam, war ich ganz allein, meine Lehrer weit weg in Mexiko und als Unterstützung haben sie mir gesagt, ich darf dieses Ritual machen vor anderen Menschen. En el momento en que te permiten hacer la ceremonia te pertenece. In dem Moment, wo sie dir erlauben, die Zeremonie zu geben, ist sie dir, gehört sie dir. Es una ceremonia sagrada que prácticamente ha estado fuera de la vista del blanco, del mestizo, del europeo por casi 500 años. Es ist eine Zeremonie, die eigentlich versteckt war, geheim war, vor allen weißhaltigen Mestizen und Europäern über 500 Jahre. Para que a mí me permitieran entrar en una ceremonia de la danza del fuego me costó mucho trabajo y técnicamente me torturaron un poco antes de que pudiera yo ver la primera vez a la serpiente. Bevor ich das erste Mal dabei sein konnte bei so einer Zeremonie, muss ich sagen, war das viel Arbeit, fast qualvoll, fast Folter, und bis ich das erste Mal dabei war. Feuerschlange ist für die Menschen aus der vorspanischen Zeit direkte Manifestation des Feuergottes. Hier, also der Feuergott ist da bei uns. Como chamán, tengo que hablar con Dios, con los dioses. Pero mis alumnos tienen que aprender a comunicarse con la fuerza, no solamente usarme como intermediario. Y con la serpiente hoy, la gente se comunica directamente con la fuerza. Ich als Schamane bringe sie in Verbindung mit der geistigen Welt, aber die Schüler müssen lernen direkt mit ihnen. Und wenn ich die Feuerschlange, den Feuergott herhole, dann haben sie die Möglichkeit direkt mit ihnen. La serpiente de fuego es un ser vivo. Es la manifestación del Dios del fuego para los seres humanos. Nace, come, se reproduce, habla, canta y muere. Para mí está viva. Die Feuerschlange ist für mich ein lebendiges Wesen. Es ist die Manifestation. Es ist ein Wesen, das geboren wird, das sich nährt, ernährt, das sich fortbildet und das sich stirbt, das wieder stirbt. Es ist ein lebendiges. Cuando estés en la ceremonia, disfrútala. Wenn du in der Zeremonie drin bist, genieße sie. Cuando salgas de la ceremonia, analízala. Und wenn du wieder rausgehst, dann analysierst du. Pero primero la disfrutas. Y entonces desciende el espíritu. Muchas gracias. Wenn das Lebendige, das Geistige die Basis des Seins bildet und nicht Materie, dann existiert nichts, was nicht bewusst ist. Was Sie nun sehen werden, ist ein südamerikanisches, über 500 Jahre altes, geheimes Schamanenritual, das bisher nur Eingeweihte sehen und miterleben durften. Werden Sie Zeuge, wenn Augustin mit dem Geist des Feuers spricht und wenn sich aus einem chaotisch flammenden Feuermeer am Boden eine aufsteigende Feuerschlange, eine lebendige Wesenheit bildet, welche den Anweisungen des Schamanen folgt. Gracias.
Heute hält Agustin Seminare, Vorträge, schamanische Initiationsriten und Einzeltherapien wie Aura-Lesungen. Nun, das Wort Schamane kommt aus dem Sibirischen und bedeutet Vermittler zwischen dem Volk und dem Geist. Und was ich als Schamane versuche, ist das heilige Wort zu vermitteln. Eine leere Röhre zu sein, in den der Geist hinabsteigt. Und was ich als Schamane erreiche, ist, mich zu entleeren, meinen Geist, meinen Körper und meinen Verstand. Und wenn der Geist herabsteigt, dann habe ich das heilige Wort. Durch dieses heilige Wort versuche ich den Menschen die richtige Form zu leben zu zeigen. Wenn eine Person die richtige Form verloren hat oder die Seele verloren hat, dann helfe ich als Schamane genau dieser Person, die richtige Form wieder zu finden. Wenn die Leute ein Problem haben und zu mir kommen, dann ist es meine Aufgabe und meine Verpflichtung, den Menschen in ihrer besten Absicht zu helfen. Und es gibt welche, die kommen zu mir und das Einzige, was sie wollen glücklich sein. Und dieses Glücklichsein ist nicht immer die beste Absicht für diesen Menschen. Ich ziehe es vor, dass die Leute triumphieren und Erfolg haben und die Aufgaben erfüllen, für die sie geboren sind. Und dann finden sie auch das Glück, die Fülle und den inneren Frieden. Ein Mensch wird geboren nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Aufgaben. Es gibt ganz normale Menschen, die Normalen werden geboren, um zu überleben, zu essen, sich fortzupflanzen, ein Haus zu haben und zu sterben. Die Magischen werden für andere Sachen geboren, um die Menschheit voranzubringen und das heilige Wort bringen oder eine spirituelle Aufgabe auf diesem Planeten erfüllen. Im Schamanismus ist diese Aufgabe nicht, sich aufzuopfern, sondern es ist eine Aufgabe, um zu dienen, der Welt zu dienen. Meine Arbeit ist es, der Menschheit zu dienen. Niemals mich aufzuopfern und auch nicht meine Familie, meine Frau, meine Kinder aufzuopfern. Normalerweise kommen diese Antworten nicht als normale Antwort in meinen Verstand. Es ist meine Spezialität als Schamane, zu sehen und zu sprechen. Wenn ich spreche, weiß ich nie, warum ich das, was ich sage, weiß. Ich trage dieses heilige Wort. Ich kann in Worte verwandeln, was man nicht erklären kann. Aber ich weiß nicht, wie ich es weiß. Jeder Mensch ist anders und die Antworten sind für jeden Menschen persönlich und individuell. Nun, ich persönlich glaube an die Reinkarnation. Mein Lehrer Carlos Castaneda hat das abgelehnt, diese Reinkarnation. Er sagte immer, er möchte keine Zeit verlieren in der Reinkarnation. Und er wollte nicht glauben, dass das, was in diesem Leben geschieht, mit einem anderen Leben zu tun hat. Ich glaube an die Reinkarnation. Ich habe Erinnerungen an vergangene Leben. Ich habe Orte gefunden, wo ich in einem vergangenen Leben gewohnt habe. Und ich habe das Grab gefunden von meiner Partnerin aus dem letzten Leben. Ich glaube daran, weil ich es schon erlebt habe. Aber mein Lehrer glaubte, dass das das einzige Leben ist und dass wir dieses möglichst gut auskosten sollten. Wenn du das Richtige lebst und machst, dann macht dich das Leben verliebt und du verliebst dich in das Leben. Und wenn man auf einem Weg mit Herz geht, dann öffnen sich die Türen für dich. Und wenn der Weg kein Herz hat, wenn du in die falsche Richtung gehst, dann wird alles schwierig. Etwas ganz Wichtiges mit meinem heiligen Wort ist es, wenn ich jemandem sage, geh mal ein paar Schritte zurück und dann ändere deine Richtung. Geh zurück bis zu dem Punkt, an dem du die richtige Richtung verloren hast. Dort, wo die Welt aufgehört hat, dich zu lieben. Und wo du aufgehört hast, die Welt zu lieben. Als Schamane glaube ich, dass wir in der goldenen Ära sind. Wir sind in einer wunderschönen Zeit. Und du hast Zugang zu jedem Wissen. Den Menschen ging es noch nie so gut. Aber sie wissen es nicht. Und manchmal muss ich sie daran erinnern. Die Menschen sind in einem Prozess von Entwicklung, Evolution, auf der Suche. Wir leben in der dritten Dimension. Wir haben hier lang, breit, tief. Und es gibt hochentwickelte Wesen, die leben in der vierten Dimension. Geistwesen, Gespenster, auch dunkle Wesen, die sich von unserer Energie ernähren. Nach der vierten gibt es die fünfte Dimension und dort gehen die Menschen hin, wenn sie sterben. Und auch dort sind sie, bevor sie wieder geboren werden.
Ich als Schamane zeige meinen Schülern, wie man dorthin kommt, in die fünfte Dimension. Denn dort, wo das Licht ist, dort befindet sich das Buch deines Lebens oder das Lebensbuch. Und jede Person, bevor sie geboren wird, jeder Mensch, bevor er geboren wird, schreibt die wichtigsten Sachen, die in diesem Leben passieren sollen, in dieses Lebensbuch. Bevor ich geboren wurde, habe ich meinen Vater gewählt, für jeden seine Fehler. Meine Mutter für ihre Tugenden. Ich habe ausgewählt, wie ich leben werde, wen ich treffen werde, welche Wege sich kreuzen werden für mich. Wenn mir etwas nicht gefällt in meinem Leben, dann mache ich eine schamanische Reise und schaue mir mein Lebensbuch an. Und ich kann die Interpretation der Vergangenheit verändern. Ich kann meine Zukunft verändern und ich kann meinen Tod verändern. Sie helfen, bis sie auch mal störend sind. Jeder Schamane hat spirituelle Führer, verschiedene Wesen, die dich beschützen, Krafttiere. Mein persönliches Krafttier ist der Katzenengel. Es ist wie ein Engel, der zu den Katzen gehört. Dieser hilft mir zu träumen und Traumreisen zu machen. Und hilft mir, meine Schüler zu erzählen, damit diese auch Traumreisen machen können. Wenn du durch die fünfte Dimension gehst, dann kommst du zu einer Grenze, die für die Menschen die Grenze ist. Es gibt einen Punkt, an dem die Menschen nicht mehr vorbei können. Und diese Engel, die uns beschützen, erlauben uns nicht, durch diese Grenze hindurchzugehen. Das ist genau dort, wo sie störend wirken würden. Hinter dieser Grenze befindet sich die Freiheit. Wenn du es schaffst, durch diese Grenze durchzukommen, dann kannst du den Zyklus des menschlichen Wiedergeborenswerden durchbrechen. Das ist eines der Ziele, das wir haben. Ich muss mich in diese Welt und in dieses Leben verlieben. Und aus der Liebe heraus soll das meine letzte Wiedergeburt als Mensch sein. Und bevor ich sterbe, muss ich ein wunderschönes Geschenk für die menschliche Rasse, für die Menschheit hier zurücklassen. Und dann befreit dich der Geist. Aber die Engel wollen nicht, dass du über diese Grenze hinausguckst, damit du in diesem Zyklus des menschlichen Wiedergeborenwerdens bleibst. Es gibt verschiedene Arten von Schamanen. Jeder hat seine Spezialität. Es gibt Schamanen, die Heiler sind. Es gibt welche, die tanzen. Es gibt solche, die Träumer sind. Die kraftvollsten Schamanen sind immer Frauen. Aber wir Männer haben gerne die Aufmerksamkeit. Sagen wir, die Frauen komponieren die Musik und die Männer tanzen zu diesem Spiel. Die Frauen machen die schmutzige Arbeit und wir Männer-Schamanen bekommen den Applaus dafür. Es gibt viele Schamanen und jeder hat ein System oder einen Kodex. Es gibt arme Schamanen, die alles nur aus der Liebe heraus machen, nur um zu dienen. Ich bin ein dualer Schamane. Ich habe zwei Leben. Mein Körper hat wie zwei Seelen, zwei Bestimmungen. 50% meiner Zeit bin ich ein Schamane, ein magischer Mann, ein Mystiker. Die anderen 50% bin ich ein normaler Vater, ein normaler Mann, ein braver Ehemann, ein ganz normaler Mann. Sie wollen uns im Zyklus des Wiedergeborenwerdens halten. Wenn ich von diesen Dingen spreche, dann spreche ich nicht darüber, weil ich darüber gelesen habe oder gehört habe, sondern weil ich diese Dinge selber erlebt habe. Wenn ein Mensch stirbt, dann kommt er in eine Art Lichtröhre, einen Lichttunnel, aber da bin ich schon durch. Und die Kraft, die dort herrscht, die Kraft, die die Welt bewegt, zieht uns unser Wissen ab. Sie absorbieren die ganzen Erinnerungen. Und das ist der Grund, warum man sich nicht an vergangene Leben erinnern kann. Dieses Bewusstsein, die Liebe, die du gelebt hast, benutzt das Universum als Treibstoff für die Bewegung. Und wir sind eine Lichtblase. Und wenn wir sterben, wird alles, was in dieser Lichtblase drin ist, abgesaugt und absorbiert. Und diese Lichtblase kommt wieder herab zur Erde, um einen neuen Körper zu bauen. Ich erinnere mich an Sachen aus meinem vergangenen Leben. Es ist sehr wenig, was ich noch weiß, aber ich vermisse diese Erinnerungen. Dieses Leben war für mich wundervoll. Ich habe keine Person oder Mensch kennengelernt, der glücklicher war als dieser Augustin. Aber ich kenne auch keine Person, die so viel Lust hat, zu sterben. Ich bin ein sehr glücklicher Selbstmordkandidat. Aber ich möchte meine Erinnerungen nicht verlieren. Ja, alle haben ein spirituelles Leben. Und es gibt Leute, die damit arbeiten und andere eben nicht. Ich persönlich glaube daran, dass man nicht verpflichtet ist, auf einen spirituellen Weg zu gehen. Ein spiritueller Weg ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Schamanen, die lehren zu heilen. Es gibt welche, die lehren, den Weg des Kriegers zu gehen. Das bedeutet eben, den Zyklus der Wiedergeburt zu durchbrechen. Es gibt Schamanen, die zeigen dir die Liebe und das Glücklichsein. Oder welche, die geboren werden, um zu träumen und Traumreisen zu machen. Es ist wichtiger, dass die Menschen ihren inneren Frieden finden und das Glücklichsein. Denn der innere Frieden beinhaltet das Glücklichsein. Aber Glücklichsein bedeutet noch nicht, den inneren Frieden zu haben. Nun, wir leben in der dritten Dimension. In der vierten Dimension, in der Astralebene, leben Engel, Spirituelle, Feen, Dämonen und Gespenster. Es gibt Menschen, die sterben und nicht wissen, dass sie tot sind.
Diese Gespenster suchen manchmal jemanden hier und sagen ihm, hey Mann, du bist tot. Und einer meiner Lieblingsarbeiten, das, was ich gut kann, ist, diesen Gespenstern zu helfen, wieder ins Licht zu gehen. Manchmal muss man sie nur informieren, du bist gestorben, du bist tot. Und wenn die Leute das merken, dann erschrecken sie und dann spukt es. Und das Einzige, was die wollen, ist, sie suchen Hilfe. Es gibt noch eine andere Art von Gespenstern. Wenn ein Vater oder eine Mutter stirbt, bevor sie oder er hätte sterben sollen, das nenne ich einen dummen Tod. Und die bleiben dann bei ihren geliebten Menschen. Sie bleiben wie Haften an den Menschen. Und meistens wirken sie störend. Es ist Zeit zu sterben, aber du hinterlässt Menschen, die dich lieben, eine Familie. Dann gehen diese Seelen ins Licht. Und dann können sie zurückkommen. Aber dann verwandeln sie sich in Schutzwesen von diesen geliebten Menschen. Ich kann sie sehen in Träumen, ich kann sie sehen als Gespenst hinter den Leuten. Und manchmal sehe ich sie wie Lichter, die sich bewegen, aber nur so von der Seite. Und manchmal spüre ich sie, als wie wenn sie mich berühren. Wenn ich so ein Gespenstwesen fühle, dann frage ich sie mental, spirituell oder energetisch, kommst du von Gott? Manchmal sind es Gespenstwesen, die um Hilfe bitten. Und manchmal sind es Energievampire, die jemanden suchen, wo sie Energie abziehen können. Es gibt Räuber des Bewusstseins. Und diese Bewusstseinsräuber gehen in den Kopf der Menschen rein und benutzen die mentale Stimme dieser Menschen, sodass die Leute sich beklagen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie eifersüchtig sind. Das ist das, wenn du dich selbst manchmal fragst, hä, wieso denke ich, ich das und sage ich das jetzt gerade, dann sind diese Wesen am Angreifen. Dem Bewusstsein sagen, das ist nicht mein Gedanke. Dieser Gedanke, das bin nicht ich. Manchmal schaffe ich es, sie wegzunehmen von Menschen, die bei mir sind. Es gibt eine Art Energie, die sind wie Mücken. Und die sind relativ einfach wegzubekommen. Das mache ich dann mit speziellen Gegenständen, wie ein Talisman, Steine, also generell mit Kraftgegenständen. Und sagen wir, das sind Negative, die dort leben. Ich teile sie aber nicht auf in gut oder böse. Es sind welche, die nützlich sind oder andere, die sind gefährlich. Ein Skorpion ist nicht schlecht. Er ist nur gefährlich, dann, wenn er dich sticht. Und solange es dich nicht sticht, ist es nicht gefährlich. Das von den Wikingern, von den Kelten. Sientes como cambia tu rostro. Und fühl, wie dein Gesicht sich verändert. Sientes como cambia tu rostro. Fühl, wie dein Gesicht sich verändert. Como cambia tu ropa. Wie deine Kleider sich verändern. Como se transforma tu energía. Wie deine Energie sich transformiert. Y dentro de ti empiezas a escuchar tu canto mágico. In dir beginnst du dieses magische Lied, tu yo superior se comunica contigo con una canción mágica. Dein höheres Selbst geht mit dir in Kontakt mit einem magischen Gesang. En un idioma que no existe. In einer Sprache, die nicht existiert. Thank you.
mucho suavemente, imaginando que la energía entra por el ombligo. Atme sanft ein. Stell dir vor, du atmest die Luft über den Bauchnabel ein. Trans. 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 Vas a sentir tu matriz, los hombres, tu matriz energética. Du fühlst deine Gebärmutter, die Männer, die energetische Gebärmutter. Trans. 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 Repite el mantra. Wiederhole das Mantra. La vida me ama. Das Leben liebt mich. Yo amo la vida. Ich liebe das Leben. La vida me ama. Das Leben liebt mich. Yo amo la vida. Ich liebe das Leben. La vida me ama. Das Leben liebt mich. Yo amo la vida. Ich liebe das Leben. Repite el mantra. Wiederhole das Mantra. Voy a usar la energía de este círculo sagrado para entrar en otra realidad. Ich nehme die Energie von diesem heiligen Kreis, um in eine andere Realität zu gehen. Voy a entrar en una realidad donde triunfo en mi vida y cumplo la tarea por la que nací. Ich gehe in eine andere Realität, in der ich die Aufgabe erfülle, für die ich geboren worden bin. Vas a usar la energía de este círculo. Benutzt die Energie von diesem Kreis. Para cumplir la tarea por la que has nacido. Um die Aufgabe zu erfüllen, für die du geboren worden bist. Repite el mantra. Wiederhole das Mantra. Voy a entrar en una realidad donde triunfo en mi vida. Ich gehe in eine Realität, in der ich in meinem Leben triumphiere. Voy a entrar en una realidad donde triunfo en mi vida. Ich gehe in eine Realität, in der ich in meinem Leben triumphiere. Voy a despertar en una realidad donde triunfo en mi vida. Ich werde in einer Realität aufwachen, in der ich in meinem Leben triumphiere. Coloca las palmas hacia arriba. Lege die Handfläche nach oben. Inhala profundamente. Atme tief ein. Y te llenas de energía. Und fülle dich auf mit Energie. Esa energía de este círculo sagrado la vas a utilizar para triunfar en tu vida personal. Diese Energie von diesem heiligen Kreis wird dazu nutzen, im persönlichen Leben zu triumphieren und die Aufgabe erfüllen zu können, für die du geboren worden bist. Para que cumplas la tarea por la que naciste. Damit du die Aufgabe erfüllst, für die du geboren wurdest. Inhala profundo. Atme tief ein. Llénate de energía. Fülle dich auf mit Energie. Llénate de energía. Fülle dich auf mit Energie. Llénate de energía. Fülle dich auf mit Energie. Vas a colocar ahora las dos manos abajo del ombligo. Jetzt legst du die beiden Hände unterhalb des Bauchnabels hin. Llénate de energía. Fülle dich auf mit Energie. Inhala profundo. Atme tief ein. Profundo. Sonríe. Lächle. Sonríe. Lächle. Sonríe. Lächle. La vida te ama. Das Leben liebt dich. Du amas a la vida. Du liebst das Leben. Suspira. Seufze. Buenos días. Guten Morgen. Guten Morgen. Hacemos pausa, 5 minutos para escribir, por favor. Wir machen 5 Minuten Pause, bitte schreibt. Agustin arbeitet nun seit über 30 Jahren in Europa und teilt sein Wissen einer neuen toltekischen Vision. Er lernt beim Nahual Carlos Castañeda. Sein Wissen und seine Weisheit verbreitet er auch in vielen Büchern. In Spanien, Italien, Deutschland, der Schweiz und in Österreich fördert er ökologische Projekte mit seiner Stiftung Orlinio Lizzi. Magdalena!